Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Champions League Rückspiel, diesmal in Galatasaray, also in Istanbul. Ja, Hinspiel zu Hause 1-1 ist natürlich, was heißt das für dieses Rückspiel? Ich spiele jetzt ausnahmsweise mal in Weiß mit diesen schönen neuen Trikots. Ja, was heißt das fürs Rückspiel? Ein 2-2 bringt mich weiter, ein 1-1 ist Verlängerung und ja, ein 0-0 ist dann natürlich Sieg für Galatasaray aufgrund der Auswärtstore. Naja, so, schauen wir mal hier. Auf jeden Fall werde ich Draxler da offensiv. Links will ich Ribéry, der müsste topfit sein. Ja, auf jeden Fall fitter als... So, und dann muss ich hier Batstuber und Müller immer noch verletzt. Gut. Also mit der eigentlichen Stammelf geht es hier los. Ribéry dabei, Draxler, Robben, Groß, Schweini, Hummels, Kirchhoff. Ja, ja, die richtig gute Elf. Auf geht's! Hallo und willkommen! Galatasaray Istanbul gegen den FC Bayern. Ja, hier steht Waldstadion. Trotzdem ist es ja aufgrund dieser Champions-League-Regelung ein Auswärtsspiel. Auswärtstore 10 doppelt, das wissen wir hier. Der Star der Mannschaft, Wesley Sneijder, im Hinspiel nicht überragend. Und ja, hier David Alaba, der österreichische Nationalspieler und Fußballer des Jahres. Ja. Warm tänzeln, wir warten hier auf die Aufstellung. Erstmal geht's jetzt. So, Schiedsrichter ist Daniel Süngas Bello. Spanier. So, Anfangsformation von Galatasaray. Ich guck noch, wen ich da... Altintop ist auf jeden Fall auf der Bank. Ansonsten wirklich nur Wesley Sneijder auf der, ja, 10er-Position, der da für mich wirklich bekannt ist. So, FC Bayern natürlich, habe ich eben schon mal erwähnt. Wieder mit Ribéry, Draxler und Götze als falsche 9. So, das ist meine Aufstellung und wie gesagt, 1-1 im Hinspiel. Es wird richtig spannend, richtig spannend. So, das heißt Vollgas. Ich will ins Finale. Ich habe schon im DFB-Pokal verloren im Halbfinale. Das will ich hier nicht nochmal. So, erstmals im Ballbesitz. Alaba auf Ribéry. Langes Ding. Ah, nee, der ist nicht gut genug. Für Kroos, Toni Kroos und auch Götze kommen da beide nicht ran vorne. So, Ribéry, der ist motiviert bis in alle Haarspitzen. Und Flanke. Aber die kommt nicht bei seinem Mitspieler an. Ribéry ist ja auch nicht gerade als Flankengott bekannt. Hier Mats Hummels. Oh, wie er den Ball da erobert. Aber dann keine Anspielstation da ist. So, jetzt muss hier... Oh, oh, oh. Langes Ding, den kriegt er. Mats Hummels langsam rauf. Nur kein Elfmeter oder Ecke. Eine Ecke ist schon... Oh, Mensch, aber irgendjemand muss hier... Oh, nein! Da wird es laut im Stadion. So, was ist hier los, Leute? Durchatmen. Götze nimmt Ribéry mit. Und Ribéry mit dem ersten Versuch, aber da ist ein Bein zwischen. Mensch, Galatasaray mit dieser riesen Chance gerade. So, jetzt gibt es hier Einwurf. Ich muss diese Chance wieder aus meinem Gedächtnis streichen, damit ich selbst vorne angreifen und offensiv spielen kann. So, ja. Leider das Heimspiel zuerst gehabt. Ich habe es eigentlich immer erst lieber auswärts ran zu müssen. Denn zu Hause im eigenen Stadion kann man dann doch ein bisschen besser taktieren, als wenn man auswärts so unter Druck ist, das Spiel eigentlich gewinnen zu müssen.
So, es ist hier sehr umkämpft im Mittelfeld. Boah, Mats Hummels hier mit der Brechstange, wird aber nicht abgepfiffen. So, Julian Draxler. Auch mal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Ist auch mal nicht verkehrt. Ey, hier jetzt schön auf Ribery. Oh nein, da kommt einer zwischen. Ich wollte zwar nicht schießen, aber ich wollte ihn schön passen. So, es ist also wirklich... So, jetzt mal Lahm. Philipp Lahm. Oh, schade. Also irgendein Fuß ist da immer zwischen. Jetzt habe ich das Spiel gerade mal so ein bisschen im Griff hier. Müsste Einwurf für mich geben, jawohl. 5 Pokalspiele ohne Gegentor, Manuel Neuer. Das ist auch mal eine schöne Statistik. So, hier jetzt. Und Ribery, Ribery. Ah, einer zu viel. Kontermöglichkeit gleich unterbinden. Hier gar nicht erst den steilen Pass spielen lassen. Schweini hilft hinten mit. Und ein Pass auf Arjen Robben. Der flankt mit rechts, aber das Ding kommt nicht an. So, jetzt ist hier eine Riesenlücke. Keiner da, der jetzt direkt wieder pressen könnte. Erstmal müssen sie sich wieder sammeln, aber jetzt Hummels. So, und wieder. Und Alaba. Götze versucht es. Oh. Huiuiui, Mario Götze. Der war, naja, gut. War okay, war jetzt nicht so schlecht geschossen. War aber auch nicht so überragend gut jetzt. Schweinsteiger mit der Ecke. Jawohl! Julian Draxler! Kleine Erleichterung ist das schon jetzt für mich. Hier nochmal. Draxler mit der Ballack 13. Ja. Was mache ich mit Thomas Müller, wenn der wiederkommt? Was mache ich mit Müller? Tja, Draxler hat sich in dieser Saison, wo er jetzt bei mir ist, richtig entwickelt. Macht richtig Spaß, mit dem zu spielen. Gehört ja auch sonst zu meinen Lieblingen. So. Jetzt bloß nicht nachlassen hier. Na, komm hier. Gar nichts los. Oh, boah, ich dachte, der kommt nicht an. So, bloß keine Dummheiten machen. Oh, fuck you, Mann. Ah. Das kann doch nicht sein. Es kann... Kann weder die Flanke noch den Kopfball verhindern. Hier Kirchhoff versucht es da draußen. Naja, so richtig raufgehen tut er da auch nicht. Und dann, naja, wenn man den kleinen Philipp Lahm da auch köpfen lässt. Was ist denn da mit der Zuteilung los? So, so 2-2 nach Hin- und Rückspiel. Die das einzigste Ergebnis, was hier ein Unentschieden möglich machen würde. Beziehungsweise eine Verlängerung. So, Alaba. Oh. Bisschen abglitscht. So, Hummels. So, Arjen Robben. So, Schweini. Aber wird hier abgegrätscht. Weiß nicht, ich finde das 1-1 nicht in Ordnung. So, Toni Kroos, was mal machen. Auch wieder hin und her schieben. Wenn einfach nicht, Ribery. Ja! Frank Ribery. Yes, baby. 44. Spielminute steht es jetzt dann doch wieder 2-1 für mich. Und jetzt ist es auf jeden Fall, wie sagt man, eine Verlängerung wird es heute nicht mehr geben. Das wird hier heute so entschieden. Jetzt habe ich den Vorsprung
dass ich ein Tor kriegen kann und beim Unentschieden dann trotzdem weiter bin. Aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore. Da hätte ich ein bisschen mehr Zeit jetzt für gehabt. 2 Minuten Nachspielzeit in dieser ersten Hälfte. Oh, der rennt aber los hier, da der Siroglu. Felipe Melo, komm. Oh nein, nicht schon wieder. Da war schon wieder der Philipp Lahm am Kopfball. Und schon wieder gegen den Kopfball verloren. So, pfeif ab jetzt hier. Das ist ein sehr Wesley Snyder. Scheißen Dreck, du. Alter Falter. Mittellinie los. Ach nee, doch nicht. Der hält einfach drauf, du. So, 2-2, 3-3 nach Hin- und Rückspiel. In diesem Spiel ist richtig Feuer drin. So, eine Torschance in dieser ersten Hälfte will ich hier aber auch noch haben. Toni Kroos. Aha. So, den Ball nochmal abfangen. Ah, Mann. Na gut, Halbzeit. Ach, so. So, ja, 3-3. Hier nochmal die Höhepunkte. Das 1-0 von Draxler nach einer Ecke. So, dann kommt, ja, das ist jetzt das 1-1. Von Bulut. Hier die 2-1, das 2-1 von Ribery. Ja, passt 100%. Und hier nochmal das 2-2. Wieder, nee, nochmal Parade Neuer. Und jetzt kommt das 2-2 durch Snyder. Da und, naja, es gibt ja keine unhaltbaren Bälle, aber in dieser Situation war der Ball einfach nicht zu halten. Ballbesitz, ja, sagt uns Schüsse aufs Tor, Schüsse allgemein, Tore. Das Spiel, Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit, das Spiel oder die Statistik gibt den Spielstand wieder. Ob das nun gut ist oder nicht, weiß ich nicht. So, es wird hier richtig spannend. Arjen Robben. Was wird hier entscheiden? Wieder so eine Einzelsituation wie eben von Wesley Snyder. Einwurf, Einwurf, Einwurf. Nein, der Ball bleibt im Spiel. Oder doch die bessere Mannschaft. Denn das hat Wesley Snyder natürlich richtig gut gemacht. Wollen wir uns da nicht drüber streiten. Das war ein Geniestreich. So ein ähnliches Ding, wollte ich gerade sagen, hat er mal für Inter Mailand gegen Bayern gemacht. Aber das war ja nicht so ähnlich. Das war ja, naja, aus einer ähnlichen Position vielleicht. Aber da kommen Erinnerungen hoch, damals, wo Eto'o noch bei Inter Mailand spielte. Mit Wesley Snyder zusammen. So, raus das Ding hier mal auf Ribery. So, Ribery, was macht er? Spielt er Pässchen? Nein, klappt nicht, was ich vorhatte. War ja auch zu schön und einfach. So, der Vorteil liegt immer noch bei mir, weil ich bei diesem Unentschieden weiter wäre. Ah, Freistoß für Galatasaray. Also hier bin ich auf eine wirklich gleichwertige Mannschaft, auf einen gleichwertigen Gegner gestoßen. Och, jetzt gibt's hier Gelb für Kirchhoff oder was? Boah, naja, nix. Nix los, überhaupt nix. Wurde abgefälscht. Och, wurde auch noch abgefälscht. Oh, Neuer stürmt raus. Wie nichts Gutes. Langes Ding. Ja, von Götze wenig zu sehen bisher. Boah, da muss Kirchhoff kommen. Hat er richtig gut und souverän geklärt hier. So, jetzt auch mal wieder, ähnlich wie gegen Bremen, die Situation, dass ich hier über Ballbesitz mal wieder Sicherheit ins eigene Spiel bringen muss. Aber erstmal den Ball kriegen. So, Galatasaray macht hier richtig Druck. Mit diesem Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Das hat nochmal richtig Dampf in die Kessel gemacht. Oh, und dann so unnötig hier.
Draxler kriegt ihn nicht. So habe ich ja im Hinspiel schon das 1-1 gemacht, weil ich da kurz vom 16er mir den Ball erkämpft habe. Oh, hier Robben. Ah, ja, Robben kriegt ihn. Und auf Draxler, der Pass war nicht so optimal. Der auch nicht. Und jetzt auf Ribery. Ach. Naja, immerhin mal wieder ein Eckball jetzt. Ein kleines Lebenszeichen von den Bayern. Und... ah, nix. Ribery. Fernschuss wird abgefälscht. Schweinsteiger jetzt am Ball. Da kommt hier der Draxler zu Hilfe. Der sollte lieber in die Mitte gehen und das Ding reinköpfen. Ribery mit einem Linksschuss. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier Ribery. Ob der jetzt drin gewesen wäre, mag ich gar nicht zu sagen. Wechsel bei Galatasaray. So, Schweini mit der Ecke. Auf! Ach. Und Götze mit dem Nachschuss. Nicht so schön wie im Spiel gegen Dortmund, wo er mit der Pike das Ding reinzauberte. Naja, der Abschluss wäre auch genau auf den Torhüter. Also nichts Dolles bisher von Götze hier. So ist die Frage, ab wann muss ich anfangen hier zu mauern? Götze vielleicht jetzt nochmal? Nee, nicht mit der Chance. So, Toni Kroos mit Gelb. Oh. Och, Kirchhoff dazwischen. Och, die sind hier immer einen Schritt voraus im Moment. So, Ribery, jetzt muss er mal den Ball nehmen. Auf Schweinsteiger spielen. So, Ribery. Was jetzt? Oh, scheiße. Toni Kroos und Philipp Lahm. Philipp Lahm. Elfmeter, nein. So, Robben kommt mit zurück. Und hier wieder Philipp Lahm. Ach, der Trick war nicht gut. Und hier kommt Arjen Robben an den Ball mit seinem linken. Ja! 3-2. Und erneut fällt mir die Last von den Schultern. Die schwere Last. Ja, wortwörtlich. Arjen Robben mit links. Einfach mal draufgehalten. So, 3-2 Führung in einem richtig atemberaubenden Spiel hier. Richtig gut. So, kann ich noch einen drauflegen? So, Götze mit einem Schüsschen. So, aber die letzten paar Minuten kann ich ja dann trotzdem mal Wechsel vornehmen. Ich habe jetzt zwei Vorteile. Ich führe mit einem Tor. Draxler muss raus. Und beim Unentschieden wäre ich auch weiter. Das sind für mich ganz klar hier zwei Vorteile. Thiago kommt. Mandzukic für Götze. Und dann nehme ich auch noch den Schweinsteiger raus für Martinez. Und ja, am Wochenende ist ja auch wieder ein schweres Spiel in der Liga. Vielleicht habe ich den Kader zu Saisonbeginn doch ein bisschen zu klein gehalten. So, noch 10 Spielminuten. Jetzt das Ding erstmal raus, damit ich hier wechseln kann. Ja, Draxler mit dem 1-0 und Schweinsteiger auch mit einem richtig guten Spiel. Aber kennt man ja so von ihm, von dem Basti Schweinsteiger. So, gewechselt habe ich. Martin ist auch drin jetzt. Mandzukic natürlich. Oh. So, scheinbar war Galatasaray auch so ein bisschen Luft raus. Das Spiel ist jetzt nicht mehr so. So, Arjen Robben nochmal. Und. Oh.
Arjen Robben in einer guten Einzelleistung, aber ich fühlte mich auch nicht so, als wenn da nochmal richtig Gegenwehr kam, jetzt von Galatasaray. Vielleicht sind sie ja auch kaputt am Ende, völlig fertig und ausgelaugt. Oh, oh, oh. Ei, vielleicht hier nochmal die Chance. Oh, hat er aber nicht gut gemacht. Oh, was hat er denn da gemacht? Das, ja, hätte nochmal eine Ibué kommt rein. Hätte nochmal eine Flanke werden können. Na gut, mit dem 3-3 wäre ich ja auch weiter. Vielleicht wäre das Spiel dann nochmal ein paar Minuten richtig spannend geworden. So, Robben, Martinez. Ball kommt nicht an. Rückwärtsgang nochmal rein hier. Und das war's. Finale. Finale. Oh, Finale. Oh. Ja, gefeiert wird später. Das ist das erste Finale, was ich jetzt erreiche. In der Bundesliga ist ja auch noch Finale quasi. Da zählt jedes Spiel, jedes Tor zählt da jetzt im Moment. Ja, gucken wir uns die Highlights an. Das muss ja richtig spannend werden hier. 34 Minute 1-0 Draxler. Ja, bilderbuchmäßig. Dann hier das 1-1 von Bulut nach einer Flanke, die nicht verhindert werden konnte. Manuel Neuer zu zöghaft. Dann das 2-1 von Ribéry vorbereitet. Alaba. So, und dann kommt hier Wesley Sneijder mit dem 2-2. Boah, Winkel, das Ding passt ja. So, Arjen Robben mit der 3-2-Führung. Mit seinem linken Kleber klebt er das Ding da rein. Ja, das waren die Highlights, das waren alle 5 Tore. Mir hat Spaß gemacht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und, naja, schaut wieder rein, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Bock habt. Und das war's von mir, Alf Puschen. Bis zum nächsten Video. Ciao.